Herzlich willkommen zu einem neuen Video im Autozentrum Duisburg. Heute gibt es unser zweites Video zu den Kabinenroller. Das erste Video wurde ja doch sehr gut geklickt und kommentiert. Dafür müsste ich mich bei euch erstmal an der Stelle bedanken. Ich hoffe, das klappt mit dem zweiten Video hier genauso. Und ja, wie ihr seht, haben wir drei neue Kabinenroller, drei neue Elisi Premium in der 25 km/h Ausstattung heute bekommen. Heute ist der 15.04.2021. Vorab, wer schon mal Interesse hat oder wer Interesse hat an einem Kabinenroller, wir haben aktuell drei Stück da. Was gibt es zu den Rollern zu sagen? Die sind eigentlich alle neuwertig. Der hier ist ganz neu. Preis zudem, kann ich euch schon mal sagen, sind 4.999 Euro. Und die zwei sind Vorführer gewesen. Der hat 1 Kilometer gelaufen und der hat 3 Kilometer gelaufen. Deswegen sind die etwas günstiger. Die werden beide 4.499, also 4.500 Euro kosten. Und ja, wie gesagt, aktuell verfügbar. Wir hatten eine relativ große Nachfrage nach dem ersten Video. Uns haben eigentlich quasi jeden Tag Leute angerufen zu diesem Roller. Deswegen haben wir jetzt nochmal gesagt, den hatten wir ja auf ein Mofa-Auto in Zahlung genommen, wie ihr das in dem ersten Video, glaube ich, gesehen hattet. So sind wir eigentlich jetzt überhaupt auf diese Kabinenroller gekommen. Und wir haben ehrlich gesagt gar nicht gedacht oder gewusst, dass es so eine große Nachfrage nach diesen Kabinenrollern gibt. Ja, nach langem Recherchieren hin und her haben wir uns dann jetzt dazu entschieden, dass wir nochmal neue bestellen. Die sind heute, wie ihr sehen könnt, habe ich gerade schon gesagt, angekommen. Und sind bei uns ab jetzt verfügbar. Ich blende an der Stelle nochmal dick und fett die Telefonnummer ein für die Leute, die gerne anrufen wollen. Zielgruppe sind ja eher ältere Leute, die gerne mal telefonieren. Also ihr könnt uns gerne anrufen. Wir werden euch alle Fragen rund um die Kabinenroller gerne am Telefon beantworten. Und ich hoffe natürlich, dass ihr wie unter dem ersten Video natürlich auch unten in die Kommentare schreibt, was ihr eventuell zu diesen Fahrzeugen noch wissen wollt, wissen müsst, wie auch immer. Ja, was erzähle ich noch? Was gibt es noch zu erzählen? Wichtig wäre vielleicht die Gebrauchsspuren zu zeigen. Ja, also wie gesagt, das sind Vorführer zwei Stück. Dazu nehmen wir jetzt mal kurz die Kamera hier runter. Ich nehme euch da mit der Kamera mal mit. Wir gehen einmal um den hier rum. Also wie gesagt, ihr wisst schon aus dem ersten Video, wie die aussehen. Wenn da irgendwas unklar sein sollte, gerne in die Kommentare, gerne anrufen. Werden versuchen natürlich die nächsten Tage jetzt nochmal, wenn Fragen aufkommen, die in Form eines Videos in irgendeiner Form zu beantworten. Und ich zeige euch jetzt hier nochmal kurz die Gebrauchsspuren, beziehungsweise woran man sehen kann, dass das jetzt hier die beiden Vorführer sind und der hier neu. Das kann man ganz klar hier unten sehen. Hier ist alles noch schön eingepackt. Hier sind überall noch Folie und Reste von der Verpackung hier dran. Und ihr könnt hier jetzt ganz schön sehen, der ist noch nicht auf der Straße benutzt, bis auf dass die Reifen, sage ich mal, ein bisschen dreckig sind. Der ist neu. Und an den zwei Vorführern hier kann man sehen, dass die irgendwo schon mal ein Stückchen unterwegs waren. Das kann man hier hinten sehen. Hier seht ihr halt, die sind von der Straße irgendwo mal im Nassen gefahren. Die Felge ist auch ein bisschen dreckig und dieser hier genauso. So, dann habt ihr hier hinten auch, sage ich mal, so ein paar Spritzer. Wie gesagt, der hier 3 Kilometer gelaufen, der 1 Kilometer gelaufen und der da hinten ist neu. So, dann gibt es auch noch ein oder zwei Gebrauchsspuren, die will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Dieser hier hat an der Tür eine kleine Macke. Das solltet ihr im Vorfeld wissen. Nee, das ist der gar nicht gewesen. Der hat am Dach hier eine kleine Schramme, die man eigentlich gar nicht sieht. Ich weiß gar nicht, ob ihr das am Video sehen könnt. Ist hier so ein bisschen, ja, der Lack nicht ganz so toll. Und an dem hier gibt es eine kleine optische Macke vorne links an der Tür. Die werden wir nochmal versuchen auszutupfen mit einem Lackstift. Die solltet ihr hier, glaube ich, auch sehen können. Also nichts Wildes. Aber wie gesagt, dafür sind die jetzt auch 500 Euro billiger als wie der neue hier. Ja, das soll heute erstmal nur ein kurzes Video gewesen sein, damit ihr wisst, dass wir aktuell neue Fahrzeuge da haben, die mittlerweile auch bestellen können. Wenn die jetzt wieder weg sein sollten, das sollte das nächste Mal jetzt etwas zügiger gehen. Und ich würde mich an der Stelle dann jetzt erstmal verabschieden. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Wie gesagt, Fragen auf jeden Fall unten in die Kommentare, wenn irgendwas unklar ist oder was wir, sag ich mal, noch filmen können oder euch zeigen können in einem anderen Video. Und lasst, ja, wie gesagt, bei dem anderen Video habt ihr ja relativ gut kommentiert.
Lasst einen Daumen nach oben für das Video da, abonniert den Kanal für weitere spannende Videos, auch rund um Kabinenroller, Gebrauchtwagen und Mofa-Fahrzeuge, die wir ja auch haben. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich bin raus, bis dann, ciao.